Lieber Eugen Trevermann, wir sind froh, dass Sie wieder bei uns sind. Sie haben uns immer die Treue gehalten über die ganzen vielen Jahrzehnte mittlerweile schon. Wir sind auch zu Interviews zu Ihnen gekommen und haben auch umgekehrt die Treue gehalten. Das ist immer eine enorme moralische Stärkung und auch emotionale Stärkung, was immer Sie zu welchem Thema sagen. Und liebe Freunde, ich will euch ein Gedicht schenken und ihr werdet euch fragen, warum kriege ich jetzt ein Liebesgedicht? Es hat mich sehr bewegt. Ich habe dieses Liebesgedicht in die Klarsichtfolie getan und an den großen Findling aus der Ostsee, der auf dem Grab von Ilse steht, habe ich das dort auch angebracht. Immer wenn ich zu dir gehe, fängt die Welt zu klingen an und du bist in ihren Stimmen wie ein großer Lobgesang. Immer wenn ich zu dir gehe, spricht die Taube auf dem Dach, kündet deine warme Nähe und mein Herz folgt ihr gern nach. Immer, wenn ich zu dir gehe, spricht die Sonne, spricht der Wind, drängt mich alles, was ich sehe, dass wir bald zusammen sind. Immer, wenn ich zu dir gehe, ist es wie ein Weg zu mir, denn du bist in meinem Herzen und ich bin ein Teil von dir. Und ihr werdet es nicht wissen, dieses Gedicht ist von Eugen Trevermann. Und was will ich damit sagen, lieber Eugen Trevermann, wenn ich mal das therapeutische Du benutzen darf, dein Herzstück ist die Liebe. Die Liebe ist das Herzstück deiner Theologie, deiner Philosophie, deiner Psychoanalyse. Und sie ist auch das Kernstück deiner Kirchenkritik, die nie bösartig war. Ich denke an das großartige Buch über die Kleriker, das noch nie so aktuell war wie heute, wo die Not der Kleriker in diesen Missbrauchgeschichten auch deutlich wird. Das alles, das Ungelöste, das ist der Kern. Wenn ich dich würdigen wollte, es wäre aussichtslos, dann bräuchte ich eine Stunde hierzu. Dr. Eugen Trevermann wird nachher noch, wenn die Zeit reicht, zur Verfügung stehen und kann signieren, drüben wieder im Bücherladen auf der anderen Seite. Wir freuen uns nochmal, dass du da bist. Du hast uns auch die Angst genommen vor den bösen, drohenden Gottesbildern. Das war dein Hauptanliegen und bist damals auf eine versteinerte Hierarchie gestoßen. Und ich schließe mich, damit höre ich auch auf, an eine Würdigung, die der Kabarettist Hagen Rether über dich ausgesprochen hat in der großartigen Biografie von Bayer über dich, wird es am Schluss erwähnt. Er sagte, moralische Instanzen, das sind Leute, die was riskiert haben, die ihren Hals für uns in ihre Schlinge gelegt haben, um uns zu befreien. Moralische Instanzen, das sind für mich Leute wie Eugen Trevermann. Der hat alles in die Waagschale geschmissen und richtig einen drüber gekriegt und hat alles verloren und steht immer noch und aufrecht und im Gegenwind. Der hat ein Kreuz, nicht wahr? Was muss der für ein Kreuz haben, der Mann? Und der haut ein aufklärerisches Standardwerk nach dem nächsten heraus. Lieber Eugen Trevermann, wir brauchen dich noch sehr lange. Danke für dein Lebenswerk, deine Präsenz, deinen Mut und die allgegenwärtige Liebe. Danke, Eugen Trevermann. Liebe Frau Daum, lieber Herr Jung, liebe Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, nichts ist ungesünder als der Krieg. Und deswegen danke ich Ihnen für die Einladung, über die Gründe zu sprechen, die uns immer wieder wie hypnotisch in ständig neue Kriege treiben, auf dass wir die Geißel der Menschheit endlich loswürden. Gegen die gegenwärtige Politik der Zeitenwende zum Zwecke der Remilitarisierung des Bewusstseins der Bürger kann man eine Menge einwenden, wirtschaftlich, finanziell, sozial. Mir aber geht es heute Nachmittag darum,
dem Krieg in seinen Gründen und in seinen Auswirkungen. Deshalb zu widersprechen, weil der Krieg in jeder Form human, unverträglich und unerträglich ist. Wir müssen Widerspruch leisten gegen nichts Geringeres als die Normalität der menschlichen Geschichte. Vortragen möchte ich es aus Zeitgründen in knappen 5 Punkten und sprechen von der Paranoia der Geschichte oder dem Kernproblem der Angst und Angstverbreitung. Von dem Wahn, mit dem an mörderischen Waffen Sicherheit generieren zu können. Von der Perversion der Moral zur Motivation des Krieges, zur Umerziehung eines normalen zivilen Bürgers im Alter von 18 Jahren, zum Tötungsspezialisten in der Maschinerie des Krieges auf jedem Kasernenhof der Welt. Und kurz nur, weil allbekannt, möchte ich darlegen, was das für Werte sind und sein sollen, die es wert wären, über Menschenleichen zu Tausenden hinwegzugehen. Noch nicht sagen möchte ich Ihnen die Folgerung aus all dem, aber ahnen werden Sie sie bereits. Was machen wir Menschen mit uns selber? Jimmy Carter konnte sagen in einer Predigt in seinem Heimatort, es hat in den 250 Jahren des Bestehens der Vereinigten Staaten von Amerika nicht 10 Jahre gegeben, wo wir nicht über andere Völker und Staaten hergefallen wären, sie ausgeplündert hätten, ihnen unsere Gesetze vorgeschrieben hätten, ihre Regierungen geändert hätten, ihre Kulturen verwüstet hätten. Was geht da in uns vor sich? Manche erklären es damit, dass wir Menschen halt so sind. Wir sind aus der Tierreihe hervorgegangen. Was wollen wir da erwarten? 200 Millionen Jahre Säugetierevolution stecken in unseren Köpfen. Tiere aber führen keine Kriege. Sie sind imstande, auf aktuelle Gefahren entweder mit Angriff oder Flucht zu reagieren. Das haben auch wir gelernt. Aber wir sind Menschen mit Bewusstsein. Also stellen wir uns vor, dass eine gegenwärtige Gefahr nicht einfach verschwindet, wenn sie aktuell nicht mehr existiert. Sie kann wiederkommen und deshalb müssen wir uns schützen und rüsten für die Zukunft zur Vermeidung der Gefahr. Und wir müssen es so gründlich tun, dass sie selber als Gefahrenspotenzial verschwindet. Corona wurde gerade schon angesprochen. Wir müssten eigentlich das Virus ausrotten, das können wir nicht, aber wir müssen für jedes Problem eine endgültige Lösung finden. Kein Feind ist dem Menschen so gefährlich wie ein anderer Mensch. Das wissen Sie beide, wenn Sie im Duell aufeinandertreffen. Selbst der besiegte Feind wird darüber nachdenken, weswegen er unterlegen war. Und er wird beim nächsten Mal wiederkommen, besser ausgerüstet, im Überraschungsvorteil, in genauerer Kenntnis des Geländes zur strategischen Nutzung, weil er gefährlicher zurückkommt, indem man ihn besiegt hat, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Ein guter Indianer ist ein toter Indianer. Schon in den 20er Jahren hat der niederländische Verhaltensforscher Nico Tinbergen
es auf diese Formel gebracht. Der Homo sapiens ist die einzige Spezies auf dem Planeten Erde, dem im Verlauf von Hunderttausenden von Jahren es zur Lösung des Problems seiner Angst werden konnte, töten zu können, der endgültigen Lösung wegen. Tiere können, ehe sie übereinander herfallen, ein ganzes System von Warnungen austauschen, rituell festgelegt. Sie besitzen ein Aquarium und sie können sehen, dass Fische kaum gefährlich einander attackieren. Aber sie tauschen Signale aus über den Revierbestand entsprechend den Pflanzen, in denen sie sich sicher fühlen. Auch wir tauschen Signale aus, aber als Menschen. Wir können den anderen drohen. Das soll uns Schutz geben gegenüber der Gefahr von möglichem Angriff. Wir können auch angreifen. Und wir lösen unser Angstproblem mit Angstverbreitung. Die Art, wie wir drohen, wird aber nicht wie bei den Tieren offensichtlich, begreifbar, eindeutig interpretierbar ausgelegt. Genau im Gegenteil. Doublespeak, wir müssen so reden, dass der andere als Gegner nicht begreift, was wir alles im Petto haben. Wir müssen unsere Drohungen so geheim halten, dass alles, was das Militär angeht, unter Geheimnis fällt. Selbst die Verbrechen des Militärs, wenn Assange sie offenbar macht, können dazu führen, dass man den Whistleblower mit 150 Jahren Gefängnis zu verfolgen droht, weil er die Sicherheit des Militärs gefährdet hätte. Wir sollen glauben, dass wir am furchtbarsten sind, wenn wir aus allen mörderischen Kapazitäten, die wir horten, ein Geheimnis machen. Andererseits vermuten wir, dass der Gegner alle möglichen Dinge auf Lager hätte. Werden schmutzige A-Waffen in der Ukraine eingesetzt? Sind sie schon? Könnten sie es noch? Weiß man's? Anders als die Tiere verurteilen wir uns in diesem Zyklus von Angst des einen Menschen vor dem anderen und der Angstverbreitung als Lösung des Problems dazu wie Irrsinnige in der Zelle einer Psychiatrie immer wieder mit dem Kopf vor die gleiche Wand zu laufen. Es ist nicht so viel gesagt. Wenn ich den psychischen Zustand der menschlichen Geschichte als paranoisch betrachte, überall kann der Feind lauern. In den Vereinigten Staaten von Amerika leben 340 Millionen Menschen. Aber die 340 Millionen Menschen brauchen mindestens 400 Millionen Waffen. Jeder. Mindestens ein Colt unterm Kopfkissen zu seiner Beruhigung. Er kann töten, wenn er angegriffen wird. Das soll ihn ruhig schlafen lassen. Es führt aber dahin, dass wir niemals Ruhe haben werden. Und was eine Politik entsteht daraus? Ende des 18. Jahrhunderts konnte Immanuel Kant einmal sagen, die Politik muss sich stets nach der Moral richten. Die Moral aber niemals nach der Politik. Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb sein Schüler Arthur Schopenhauer, es gibt ein moralisches Gesetz, das allen gemeinsam ist, in der Bergpredigt formuliert wird und in manch anderen Kulturen desgleichen eingehalten wird. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Schopenhauer, Politik besteht darin, zu sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge jedem anderen zu. Die totale Perversion des Moralischen als politische Grundsatzmaxime des Pragmatischen. Nur so bist du geschützt, füge es jedem anderen zu.
keine Lüge, die gemein genug wäre, kein Mord, der verboten wäre, wenn er denn nützt den politischen Zielsetzungen. Eine Schraube ohne Ende. Ein Wahnsinn, der scheinbar gar nicht enden soll. Und nunmehr in der Wendezeit zurückkehrt. Diesen Vortrag halte ich, damit Sie sich Ihre Köpfe nicht umwenden lassen und Ihr Rückgrat nicht verdrehen lassen. Denn es gibt ein paar Evidenzen, was wir tun könnten und was wir unbedingt lassen sollten. Denn eines ergibt sich aus der Logik der Angst wie von selber. Tiere haben ihre Angriffswaffen, Zähne, Klauen, Schnäbel. Wir Menschen haben uns entwickelt, nicht über die Perfektionierung der Hardware, sondern der Software. Wir denken nach. Was kann man tun, um Angst in Angstverbreitung durch größere Gefährlichkeit des eigenen Potenzials zu steigern? Das ist der Grund, weswegen Sie entlang der gesamten menschlichen Geschichte die Waffen vom Faustkeil überm Kompositbogen bis zum Schwarzpulver, zum Maschinengewehr, zu Napalmbomben, zu Atombomben sich entwickeln sehen. Es hat keine natürliche Grenze. Eine Waffe wird scheußlicher als die andere. 6. August 1945 wird über Hiroshima von der Enola Gay durch Major Tibbets die erste Atombombe über Menschen abgeworfen. 100.000 Tote in wenigen Sekunden. Und der Kommentar von Harry Truman: Jungs, wir haben Ihnen einen Ziegelstein auf den Kopf geworfen. Kann man zynischer reden über den Massenmord? Damals hielt die Welt den Atem an. Ein Theologe wie Karl Barth sagte, wir brauchen über Krieg gar nicht mehr zu reden. Das ist das Ende. Mehr geht nicht. Der Schrecken war so, dass man Menschen nicht mehr zutraute, die Abscheulichkeit von Hiroshima beizubehalten oder gar zu steigern. Aber man hatte sich geirrt. 3 Tage später fällt die nächste Bombe über Nagasaki, nur um die Technik auszuprobieren. Explosionstechnik bei der Zündung und schlimmer noch. Man schickt 14 Tage später Kamerateams in die Straßen von Hiroshima, um zu dokumentieren, wie die Wirkung der Bombe im Einzelnen war. Man könnte denken, man wollte es dokumentieren, um das Abscheuliche und Schreckliche so zu zeigen, allen Menschen auf Erden, dass es nie mehr wiederholbar würde. Aber im Gegenteil. Man wollte wissen, wie man es beim nächsten Mal effizienter handhaben könnte. Ganze 7 Jahre dauert es, bis man auf dem Bikini-Atoll die erste Wasserstoffbombe explodieren lässt. Eine Uranspaltbombe hat durch die Abstrahlung der Neutronen eine kritische Masse, rein physikalisch. Ihre Wirkung ist daher begrenzt. Wenn aber wir die Energie der Sonne, die Verschmelzung von Wasserstoff und Helium herabholen auf die Erde, können wir den Massenverlust in eine Sprengung umformen von solcher Dimension, dass es physikalisch keine Begrenzung mehr gibt. Und haben wir eine solche physikalisch unbegrenzbare Waffe, sind wir die Einzigen, die Stärksten. Wir können jedem so viel Angst machen, dass er uns respektiert als den absolut Mächtigsten. Die Sache wurde so sexy, dass man nach dem Bikini-Atoll, auf das die Bombe gezündet wurde, die Bademode benannte. Man triumphierte, man hatte endlich eine Waffe. Um sie richtig zu erproben, hatte man 40.000 Wirbeltiere mitgeführt.
um ein Detail zu sehen, in welcher einer Entfernung platzen die Trommelfälle, in welcher einer Entfernung verbrennt die Haut, in welcher einer Entfernung wirkt die thermische Strahlung, so dass eine Heilung gar nicht mehr möglich ist, sondern Krebs erzeugt. In welcher einer Entfernung werden die genetischen Informationen so geändert, dass Missgeburten in wie vielen Generationen zu erwarten stehen. Das alles musste man erforschen, nicht um es zu vermeiden, um Schrecken über das eigene Denken zu bekommen, sondern um es zu handhaben, besser zu machen. Wir sind's, die es können. Und tatsächlich, wir halten uns für groß, je schrecklicher die Maximierung der Massenmorde sein könnte in unserem Potenzial. Leute, die umdenken wollten, hielt man ab 1952 in der McCarthy-Ära für Verräter, für Kommunisten. Oppenheimer, der in Los Alamos beim Bau der Atombombe führend war, weigerte sich, die Wasserstoffbombe zu fertigen. Verdächtig. Nicht amerikanisch. Schädlich zu verfolgen. Rüsten zur Sicherheit, so wird es uns versprochen. Warum brauchen wir Atombomben zur Sicherheit? Warum brauchen wir die Teilhabe an den Atombomben zur Sicherheit? Immer brauchen wir scheußlichere Waffen zur Sicherheit. So wird es uns gesagt. Die Wahrheit ist, wir machen die ganze Menschheit damit unsicher. In einer ständigen Drohung. Wir brauchen nicht zu denken nur an 1962 bei der Kuba-Krise, als Gott sei Dank ein sowjetischer U-Boot-Kommandant sich weigerte, das, was er hätte tun sollen, zu vollziehen. Wir hätten aus dem Kalten Krieg den atomaren Schlagabtausch zwischen Ost und West erlebt. Von Sicherheit ist da keine Rede. Bestenfalls, dass wir Glück gehabt haben in dem Wahnsinn, den wir für normal erklären. Und was kostet es uns? Montesquieu bereits konnte angesichts der Rüstungsanstrengungen der Preußen sagen, es wird in Europa derart viel gerüstet bei der Herstellung von Waffen, dass wir am Ende nur noch Geräte zum Töten, aber nicht zum Essen haben. Immanuel Kant konnte in den Gedanken zum ewigen Frieden darauf hinweisen, dass schon die Definition der Sicherheit widersprüchlich ist. Da fängt der eine an zu rüsten. Also wird der andere, der sich bedroht fühlt, ebenfalls rüsten. Und schon gibt der eine dem anderen die Hand und schreibt ihm wie im Krieg nach Clausewitz das Gesetz des Handelns vor. Was er an mörderischen Waffen hat, muss ich auch haben und ich muss es überbieten durch das noch mörderische. Auf diese Art schafft man nicht Sicherheit. Man gibt dann eben so viel Geld aus, dass man am Ende, damit die Investition sich lohnt, Krieg führen muss, um durch die Niederlage des auszubeutenden Gegners sie wieder einzutreiben. Eines müssten wir lernen und unseren Politikern beim Gerede von der Sicherheit ein für alle Mal beibringen. Wir sind so stolz, dass wir Demokraten sind. Rosa Luxemburg konnte sagen, Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Wie, wenn wir mal so demokratisch wären und unseren Politikern sagen, Sicherheit ist immer die Sicherheit des anderen oder es gäbe keine. Und sie hätten plötzlich die Erklärung für das, was in der Ukraine geschieht. Ist die NATO-Osterweiterung eine Bedrohung? Für uns nicht, sie dient der Sicherheit, wem denn sonst? Und jeder Staat hat das Recht, natürlich in die NATO einzutreten. Und was die NATO für Waffen hat, sie ist stark genug. Sie kann jeden verteidigen. Sie kann Raketen bis an die Westgrenze Russlands ins Baltikum stellen. Das alles können wir und machen wir.
Müssen wir jetzt hören, wie das auf der sogenannten Gegenseite empfunden wird? Ängstigend? Bis zur Grenze, dass man es nicht mehr akzeptieren will? Wir hatten in der Reagan-Ära nicht nur die Star-Wars-Programme, sondern die Idee der Erstschlagskapazität. Wenn wir imstande wären, auf Raketen Bomben zu montieren, deren Einschlag beim Gegner keinerlei Reaktion mehr zulässt, dann können wir drohen, absolut. Dann haben wir gewonnen, wir brauchen gar keinen Krieg mehr. Uns gehört die Welt, weil wir die Erstschlagskapazität haben. Man hat gedacht, bei einem Atomkrieg zwischen Ost und West in der Zeit des Kalten Krieges würde die Anfangsphase bezahlt werden, je nach Winddrehung, mit 100 Millionen, 150 Millionen Toten. Das wäre die Ouvertüre des Dritten Weltkriegs. Und wir waren dabei, wir trainierten das, wir konnten das. Und am besten, wir hätten die Erstschlagskapazität. Wir könnten so töten auf der Gegenseite, dass keine Reaktion mehr möglich wäre. Soll man sich nicht bedroht fühlen, wenn in Polen, Litauen, in der Ukraine Raketen stationiert werden, Hyperschallraketen, Mach 8, die in wenigen Minuten Moskau atomar pulverisieren können, Petersburg, was sie wollen. Und keine Reaktion wäre mehr möglich, die Erstschlagskapazität. Müssen wir Rücksicht nehmen auf die Ängste der sogenannten Gegner? Müssen wir nicht, weil wir sind ja stark, wir können es uns leisten, sie in die Enge zu treiben. Dann sind wir dabei zu begreifen, was Clausewitz meinte. Die Angst, die in Kriegen kulminiert, kennt kein Ende. Sie kann nur eskalieren und sich steigern. Wir aber sollten den Politikern, die behaupten, uns zu regieren, nicht länger erlauben, dass sie mit Hilfe der Angst immer weiter Angst verbreiten. 100 Milliarden für Rüstung, unterdrauf, immer weiter. Scheußlichere Waffen. Rammstein ist nicht abzuschaffen mit den Drohnen. Büchel nicht abzuschaffen mit den Atombomben. Wir selber brauchen Bomber, die imstande sind, die Atombomben zu transportieren. Es soll nicht aufhören. Außer wir, die Bürger, erklärten, dass wir das nicht mehr Sicherheit nennen, sondern Wahnsinn. Die Paranoia in Aktion. Wir fühlen uns nicht beschützt, wir fühlen uns betrogen. Und kein Wort mehr stimmt. Was dann macht die Moral? Wir sind sehr stolz auf sie. Wir denken, dass wir als Menschen dadurch bestimmt werden. Wir können unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir behaupten, einen freien Willen zu haben. Darüber können wir alle diskutieren. Aber die Moral müsste, wenn sie Geltung hätte, in aller Klarheit sagen, du sollst nicht töten. In Kriegsfällen darf sie das auf gar keinen Fall sagen. In Kriegsfällen geschieht es, dass moralische Grundsätze, die für alle gelten, fraktioniert werden, reduziert werden auf die Vorteile der eigenen Seite, zur Durchsetzung der Gruppeninteressen, die uns gehören. Die Moral selber wird zu einer Waffe. Eben noch haben wir militärisch aufgerüstet. Dasselbe erleben wir moralisch. Aufrüstung. Sie müssen nur die Zeitung lesen. Sie haben es zu tun auf der Gegenseite grundsätzlich, nicht nur jetzt, sondern immer. Nicht länger mehr mit Menschen, sondern Verbrechern. Bestien, Unmenschen, Wahnsinnigen, dem zweiten Hitler. Und das brauchen sie. Sie können Menschen in Serie nur töten, wenn sie gar keine Menschen vor sich haben, sondern irgendwie eine Ungezieferbekämpfung. Nur dann ist es möglich, ab 1915 mit dem Giftgas
von Fritz Haber, planquadratweise Chlorgas in die Lungen von Menschen zu pumpen, die daran sterben werden, weil sich darin Salzsäure bildet. Es ist möglich, planquadratweise Hunderttausende von Granaten zu verschießen, im Trommelfeuer, um den Gegner zu treffen. Es gibt kein Halten. Es geht nicht mehr um Menschen. Es geht um die Bereinigung der Flur auf der Gegenseite von Menschen, die da mal waren. Und dann marschieren wir dort ein. Das Problem ist nicht gerade neu. Ein halbes Jahrtausend ist es her, dass der Humanist Erasmus von Rotterdam in der Klage des Friedens genau das beschreiben konnte. Wer, wenn ein Krieg ausbringt, wird von den kämpfenden Parteien jemals seine Sache für die verkehrte erklären? Grundsätzlich hat der andere Unrecht. Juristisch, moralisch, göttlich, in jedem Falle muss er ausgerottet werden, weil er kein wirklicher Mensch mehr ist. Sonst ist das Töten ohne Skrupel, mit dem Ziegelstein auf den Kopf, gar nicht durchführbar. Aber jetzt steht es so, dass wir die Richtigen sind und die Beweisführung, die Sie gerade lesen, in jeder Zeitung, jeder Nachricht, der Gegner ist schuldig. Und darauf müssen wir antworten. Er ist das Böse. Und was tun wir jetzt? Es mag im Neuen Testament stehen, was will. Leiste dem Bösen keinen Widerstand. Überwinde das Böse durch das Gute. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, das wissen wir seit Max Webers Zeiten. Aber wie machen wir es jetzt richtig? Wir müssen das Böse überwinden, indem wir die Mittel zur Zerstörung abscheulicher machen, als der Böse sie in der Hand hat. Mit einem Wort, wir müssen selber das Böse, das wir bekämpfen, in die eigene Praktik, das eigene Denken, in die eigene moralische Rechtfertigung übernehmen. Wir müssen kurzum böser werden als der Böse, den wir bekämpfen. Er mag der Teufel sein. Und wir sind der Engel Michael, der ihn in die Hölle schickt. So das Programm. Was wir nicht merken, ist, wie wir die ganze Welt in die Hölle verwandeln und uns selber dabei in die ärgsten Teufel. Was kann man alles machen und was macht es mit den Menschen? Blaise Pascal, 100 Jahre später als Erasmus, konnte sagen, was ist das für eine Moral? Du und ich, wir stehen an dieser Seite des Flusses. Und darum sind wir Verbündete und Freunde. Stündest du aber auf der anderen Seite des Flusses, wärst du mein Feind und ich würde dich töten. Sonderbare Moral, deren Grenze just an einem Flusslauf verläuft. Übertragen Sie das auf den Dnjepr, als den Fluss, um den es sich gerade handelt. Sehen wir noch Menschen? Haben wir noch nötig zu begreifen, dass man Humanität nicht trennen kann? Uns wird gezeigt, was die Russen machen, in Bucha zum Beispiel. Die Bilder sind mir unvergesslich von einer Frau, die am 3. April, so im deutschen Fernsehen, ihren Sohn beweinte. Sie hat ihren Teppich darüber gebreitet und sie schrie es förmlich. Die sollen alle dahin, wo er jetzt hinkommt. Man kann den Schmerz dieser Frau mehr als gut verstehen. Sie brauchte dringend Hilfe. Innigste Gemeinsamkeit. Ob Sie es Psychotherapie nennen oder Mitmenschlichkeit. Es bräuchte lange Zeit, diese Frau über ihren 27 Jahre alten Sohn nicht hinwegzutrösten, aber mit sich selber weiterleben zu lassen. So wäre das menschlich. Und was machen wir da draus?
Wenn Russen in Butscha so handeln, müssen wir Waffen liefern. Frau Baerbock, Waffen retten Menschenleben. Frau Baerbock, das tun Sie überhaupt nicht. Sie verlängern einen Krieg, der schon blutig genug ist, bei dem man sich rühmt, dass man 50.000 Russen denn doch schon getötet hat in der Ukraine. Und das ist richtig, anders geht es überhaupt nicht. Wir nutzen das Leid einer Frau, um kräftiger Krieg zu führen. Und so ist das in der moralischen Aufrüstung immer wieder. Selbst die Gestorbenen, die gefallenen Soldaten sollen ja nicht umsonst gefallen sein. Also müssen wir den Siegfrieden erringen. Wir dürfen nicht verhandeln. Erst wenn wir gesiegt haben, dann kann man mit Putin reden. Bis dahin nicht. Also Waffen in jeder Form, in jeder Menge, in jeder Vernichtungskapazität. Es mag kosten, was es will. Es ist ein Krieg, der sich austoben soll und gar nicht lang genug dauern kann. Nochmal, Frau Baerbock, Russland soll ruiniert werden. Wenn das das Ziel ist, muss man über Menschen hinweggehen, damit ihre aufgeschichteten Haufen der Toten wie der Turm von Babylon zum Himmel reichen, um unsere Größe zu demonstrieren. Wir hören auf, Menschen zu sein. Wir begreifen nicht mehr, was es mit uns selber macht. Manchmal vielleicht doch. Ein Bomberpilot wie Howard Zinn, einer der bedeutenden Pazifisten in den Vereinigten Staaten, hatte miterlebt, April 45, ein letztes großes Bombergeschwader auf einen Kurort in der Nähe von Bordeaux. Was wollte man? Da waren auch noch deutsche Soldaten. Aber ausgegossen wurden 200 Millionen Liter Benzin, gegelt, genannt Napalm, um Tausende von Menschen zu verbrennen bei lebendigem Leibe. Die Zusammenfassung aller Hexenprozesse in einer Kriegsaktion. Das war der Grund für Howard Zinn zu sagen, nicht mehr wieder. Nicht mit mir und am besten mit niemandem. Irgendwann muss Schluss sein. Aber Kriege haben kein Ende. Erst dann, wenn der sogenannte Gegner nicht mehr kampffähig oder kampfeswillig ist. Wenn man ihn überwunden hat. Wenn er auf dem Boden liegt. Wenn man auf seinem Körper den Fuß setzen kann, wie bei der Jagdstrecke auf ein erschossenes Tier und groß dasteht. Vielleicht hören wir insgesamt auf. Die Bereitschaft, das Volumen der Tötungskapazität in den Händen irgendeines herrschenden Politikers mit dem Begriff Größe zu verbinden. Leo Tolstoi hatte recht, als er Napoleon nicht groß nannte, sondern ein Massenmörder. Die Grande Armee, 600.000 Mann marschieren gegen Moskau, nur um zu erleben, wozu Russen fähig sind. Sie brennen selber ihre Stadt ab, damit die Grande Armee kein Proviant mehr hat. Sie geben auf dem Marsch dahin Ortschaft für Ortschaft auf. Sie verteidigen sich durch nichts unter Kutusow, außer durch die Weite des Raumes und die Größe ihrer Seele. Aber was sind das für Leute? Auf dem Arc de Triomphe wird er gefeiert. Napoleon, alle Straßen in Frankreich führen nach Paris und ins Herz von Paris zum Arc de Triomphe. Wenn wir mal anfangen, diese Art von Größe zu verachten, sind wir sehr dicht bei dem Denken, dass einer wirklichen Bewusstseinsänderung, einer wahren Wendezeit gleichkäme. Jesus sagt das wie sein Testament, 22. Kapitel im Lukas-Evangelium. Die Jünger streiten sich, wer von ihnen der Größte ist. Und Jesu Antwort lautet, die auf den Thron sitzen, willküren herab auf ihre Untertanen und lassen sich dafür noch Wohltäter nennen. Bei euch nicht so.
sondern ein Stück frei kommentiert, wer einem anderen aufhilft, der nicht weiter kann, wer ihn unterstützt, wenn er den Weg verloren hat, wer in seine Augen schaut und seine Angst betrachtet, den nenne ich groß. Wenn es Sicherheit schon nur gibt als Sicherheit des anderen, sollten wir aufhören, eine Moral zu predigen, die darin besteht, uns aufzurüsten als die Richtigen. Wahr hat das Neue Testament auch da. Wir sind beteiligt an jedem Krieg, der ausbricht. Und schon die Trennung zwischen Gut und Böse ist absurd. Die Gründe unserer Mitbeteiligung an dem Desaster, das sich gerade austobt, sollten wir bedenken. Putin ist Hitler. Und wie bekämpfen wir denn Hitler? Gandhi später konnte sagen, man hat im ganzen Zweiten Weltkrieg Hitler bekämpft mit Hitler. Das entspricht dem, was ich gerade sagte. Im Kampf gegen das Böse werden wir selber immer noch böse. Aber wie man hätte 1918 etwas getan, das bei keiner Gedenkfeier zum Ende des sogenannten Ersten Weltkriegs je probiert wurde zu sagen, wir wissen nicht einmal in Millionen Zahlen, wie viele Menschen in unserem Krieg jetzt, 14, 18, ums Leben kamen, an der Ostfront, an der Westfront, an der Südfront. Waren 10 Millionen, 15 Millionen, plus dann der spanischen Grippe, die spanisch hieß, aber von den Amerikanern importiert worden war. Hätte man damals gesagt, was jeder hätte wissen, fühlen und sehen können. Bei dem Ermorden von Menschen mit allem, was zum Töten taugt, vom Maschinengewehr bis zum Bajonett, von der Handgranate bis zu den Bomben, von den Tanks, die mit ihren Ketten über lebendige Menschen hinwegrollen und über ihre toten Körper. Haben wir keinen Krieg gewonnen? Wir haben allesamt, alle, ob Italiener, Österreicher, Russen, Franzosen, Briten, Amerikaner, unsere Menschlichkeit verloren, weil wir dazu imstande uns selbst gemacht haben. Und damit muss jetzt Schluss sein. Wir sollten uns als Menschen wiederfinden. So viel ist klar. Es hätte ein Hitler absolut keine Chance gehabt, das zu werden, als was er heute im Geschichtsbuch steht. Aber so hat er gelernt, worauf er stolz war auf dem Obersalzberg. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, zurückzuschlagen. Der nächste Weltkrieg. Man hat 5 Minuten vor 12 aufgehört. Man war nicht rücksichtslos genug, nicht kampfbereit genug. Ich grundsätzlich höre 5 Minuten nach 12 auf. Also musste man alles, was schon schlimm genug war, in Quantität und Qualität konzentrieren. Luftkämpfe, wie im Ersten Weltkrieg, kann man verbessern. Bomberverbände, 1000, 2000 Maschinen. Round-the-clock-Bombing, 23. Juli 1943 über Hamburg. Operation Gomorra, von Admiral Harris befohlen. 40.000 Menschen starben in einer Nacht in Hammerbrook. Und so hat man es gelernt, geübt, präpariert. Mit Sprengbomben, Schneisen hineinschlagen in die Wohngebiete und dann mit Stabbrandbomben ein Feuer entzünden, das sich selber entfacht zum Feuersturm. Die Menschen, die in den Bunkern sind, werden keine Atemluft mehr haben. Das Feuer saugt sie hinweg. Wenn sie denn torkelnd auf die Straße kommen, wird die nächste Angriffswelle rollen, round the clock. Die Hansestadt Hamburg, ein biblisches Gericht, Gomorra darüber. Panzer muss man haben, die durchstoßen in die feindliche Front.
unaufhaltsam sind, stärker als jeder Widerstand. Das war nur der Zweite Weltkrieg. 5 Jahre später waren wir in Korea. Napalm wurde abgeworfen, wie in der Nähe von Bordeaux, in unglaublichen Mengen. Und hat es aufgehört? Napalm über den Ho Chi Minh-Pfad, Entlaubung der Urwälder, zur besseren Sichtbarmachung des Feindes am Boden, Agent Orange, dioxinhaltig, krebserregend, so what? Menschen, die heute als Krüppel zur Welt kommen. Nicht einmal eine Gehhilfe hätte je das Pentagon nach Vietnam geschickt. Es ist wie nicht gewesen. Alles in Ordnung. Dass man dabei den Kolonialkrieg verlängert hat, von Freiheit eigentlich gar nichts wissen wollte. Durfte man das damals sagen? Sollte man das heute sagen? Menschen, die das anrichten, wissen meistens, wenn sie noch sehen, wenn sie noch fühlen, dass es allem widerspricht, was sie selber sind. Unvergesslich ist mir die Äußerung von Harold Nash, einem der Bomberpiloten der Royal Air Force. Es lag unter uns wie ein schwarzes Band aus Samt. Und wir wussten, dass das, was wir darunter anrichten, schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Brände. Wir sahen keine Menschen, sonst hätten wir das nicht tun können. Das jetzt wird das Problem. Normale Bürger, Stadtbewohner, ordentliche Menschen, Zivilisten sind zum Krieg, wenn sie so sind, wie sie sind, nicht brauchbar genug. Zur Wendezeit jetzt gehört die Remilitarisierung des Bewusstseins, die Fähigkeit zum Töten, notfalls auch zum Sterben, aber erst einmal zum Töten. Und was passiert dann? Nach 1945 war das ein Problem. Man sieht das Weiße im Auge des Gegners. Und dann gibt es so etwas wie von den Tieren ererbt, eine Verzögerung, eine Hemmung. Die kostet Bruchteile von Sekunden. Aber der Gegner kann schneller sein. Also müssen wir trainieren, wie die Tötungshemmung unterwandert wird durch ein mechanisches Training, sofort, ohne Zögern, ohne Skrupel, draufzuhalten. Kein Kasernenhof der Erde, wo nicht 18-Jährige auf diese Art trainiert werden zum Töten. Und wir akzeptieren das als normal. Das machen ja alle so. Überall Staaten ohne Militär gar nicht denkbar. Wir aber begreifen, dass es unbedingt denkbar werden muss, denn es widerspricht sich alles und hat in sich keine Konsistenz. Vor allem wäre zu fragen, wie denn da erzogen wird, auf dem Kasernenhof. Nehmen Sie nur die lächerlichsten Parolen. Angetreten in Zweierreihen. Die Augen geradeaus, stillgestanden, Gewehr über, Linksschwenk, Marsch. Das Ganze hat keinen Sinn, so laut es auch krakeelt wird. Der Zweck aber ist erkennbar. Sie verwandeln Menschen, die eben noch denken konnten, fühlen konnten, sie selber waren, in Automaten, die das eingegebene Programm ohne weiteres Nachdenken zu erfüllen suchen. Richtig ist nicht, dass richtig ist nicht länger, was ihr Gewissen sagt, was ihre Mutter gesagt hat, ihr Vater, ihr Pastor, ihr Lehrer. Jetzt gilt, was der Drill-Sergeant ihnen in die Ohren schreit. Das ist der Befehl. Und den haben sie auszuführen. Deshalb sind sie Soldat. Deshalb schwören sie ein Eid. Genau das zu tun. Und wie drillt man dahin? Durch die Mechanisierung aller körperlicher Funktionen, durch die Entfremdung, die Entseelung des Körpers, bis er nichts weiter ist als eine Tötungsmaschine im Räderwerk des Todes. Dann brauchen sie die Uniform. Es geht nicht mehr um Individuen, einer ist wie der andere, schon wie er aussieht, gut erkennbar außerdem. Und den Stahlhelm, er soll den Kopf schützen, aber als erstes hat er ihn entleert.
kein eigenes Denken. Nur das, was hineingepumpt wird, hat als Inhalt zu gelten. Die Polarisierung zwischen Gut und Böse in der Moral hat ein amerikanischer Sozialpsychologe Phil Zimbardo verdeutlicht. Die Mechanik natürlich wird genauso auf den Trainingsplätzen des Militärs geübt. Da drüben steht der Feind, die Verkörperung des absolut Bösen. Und wie wird es dann wirken? Zimbardo hat in dem Buch Das Böse sich Gedanken darüber gemacht, wie Abu Ghraib möglich war im Irak. Amerikanische GIs sollten so etwas nicht tun, wie man jetzt herausfand. Aber es war möglich. Es war sogar spaßhaft und ganz üblich. Auch da hatte man wieder die Personalisierung des Bösen in einer Gestalt, Lindsay England. Eigentlich wollte sie Meteorologie studieren, aber nun war sie als Freund von Grainer, der von Guantanamo gekommen war, in Abu Ghraib. Und was denken Sie, dass passieren wird, wenn man jungen Leuten beibringt? Möglicherweise, wir wissen es ja nicht, haben wir es zu tun mit Terroristen. Also müsst ihr aus ihnen die Wahrheit herauspressen. Sie werden sie euch nicht freiwillig mitteilen. Ihr müsst sie zum Quieken bringen. Das geht nur mit Folter und der abscheulichsten Entwürdigung. Wie kann man Muslimen beibringen, dass sie ein Stück Dreck sind, um es nicht noch anders zu sagen, wie Amerikaner sich auszudrücken pflegen? Die Muslime haben eine merkwürdige Form von Moral. Denen liegt etwas an Scham. Also da kann man sie angreifen und ihre Person zerbrechen. Wenn wir zum Beispiel eine Farbe nehmen, die wir auf den Händen so haben, dass eine Frau, die sich streichelt, da wo Blut ist, im Unterleib, genau das nimmt und dem Gefangenen damit über den Mund streicht, dann wird er es als so entsetzlich erleben, dass er sich total entwürdigt vorkommt. Und richtig, wenn wir ihn da haben, jetzt weiß er, dass er gar nichts ist, wird er verfügbar und plastisches Material in unseren Händen. Bilder dieser Art konnten Sie sehen von Abu Ghraib. Aber wie kommt man dahin? Jahre vorher haben Amerikaner überlegt, wie Mülei möglich war. Amerikanische GIs brechen in ein Dorf in Vietnam ein und ermorden über 400 Zivilisten an einem Nachmittag, alle, die da sind. Wie ist ein solcher Massenmord möglich? Die es untersucht haben, konnten erklären in dem Versuch Abraham, was wir gefunden haben, ist nicht Sadismus, ist nicht die Freude am Massenmord selber. Wer daran Freude hätte, gehört in keine Armee der Welt. Was wir entdeckt haben, ist Gehorsam. Befehle ausführen. Wie sehr das stimmt, konnten die Amerikaner sogar selber begreifen, 1947 in Nürnberg. In den sogenannten Kriegsverbrecherprozessen erlebten sie, wie die Nazi-Granden allsamt zur Erklärung ihre Aktivitäten im Zweiten Weltkrieg geltend machten. Befehl ist Befehl, wir konnten gar nicht anders. Sinngemäß konnten die amerikanischen Ankläger damals sagen, aber das ist doch eure wahre Schuld. Genau das. Ihr habt nur Befehlen gehorcht. Ihr habt die Uniform angezogen, um ins Walhall der Geschichte einzutreten. Ein Koppel um den Bauch geschnürt, auf dem stand Gott mit uns. Ihr habt aufgehört, als Person zu existieren. Ihr wart keine Individuen mehr. Ihr wart nur die Dutzendausgabe der Befehle. Das ist eure Schuld. Ihr habt euch als Menschen abgegeben, um Soldaten zu werden. Hätten Amerikaner das für sich selber geltend gemacht, wir hätten eine neue Welt bekommen. Haben wir aber nicht. Applaus 1995 fragte man im deutschen Fernsehen den Bomberkommandanten über Nagasaki, Major Sweeney.
nach 50 Jahren, was er sich dabei gedacht hat. Er hat mehr Menschen mit eigener Hand getötet als jeder andere. Sein Kamerad Major Tibitz 3 Tage vorher ausgenommen. Die Frage war leise gestellt, nicht vorwurfsvoll. Aber sie beinhaltete dieses, wie lebt man mit dem Gefühl, in unglaublichem Umfang ein Mörder zu sein. Ich selbst als Kind habe noch gehört, dass die Leute, die das gemacht haben, wahrscheinlich ins Kloster gegangen sind, um zu büßen. Oder nein, sie sind verrückt geworden und kamen in die Psychiatrie. Oder auch nicht, sie haben in der Untragbarkeit des Verbrechens, um das sie wussten, sich selber getötet. Die Wahrheit hätte man wissen können. Jedes Jahr kommen die Mannschaften zusammen unter den Flügeln der Enola Gay, betrinken sich mit Champagner, feiern sich als National Heroes. Sie haben alles richtig gemacht. Und so erklärt jetzt Major Sweeney, was soll die Fragerei? Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. So Major Sweeney recht hat, hat er recht. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Also gibt es eine Erkenntnis, die gar nicht wichtig genug sein kann. Wir müssen die Kasernenhöfe abschaffen, die Parademärsche abschaffen, das Militär abschaffen, die Soldateska abschaffen, den Gehorsam, der dazugehört, unter Eid Soldat zu werden, abschaffen. Es geht nicht nur um die Beendigung des Krieges in der Ukraine, es geht um die Beendigung jedes Krieges. Was die Ukraine angeht, müssen wir aber dabei sagen, wenn es schon keinen Siegfrieden gibt, sollten wir lernen, auf dem Wege dahin zum Frieden zu kommen, indem wir die Sicherheit des anderen, aber vor allem seine Gefühle mitbegreifen und darauf eingehen. Marshall Rosenberg konnte davon sprechen, dass um sich zu verständigen, und sei es in der Ehe oder sei es zwischen Juden und Palästinensern, möglich sei, eine gewaltfreie Kommunikation zu pflegen. Sie besteht darin, dass wir in den Augen des anderen seine Gefühle lesen, verstehen, berücksichtigen und darauf mit den eigenen angemessen antworten. Verhandlungen erst nach Sieg, sagt Zelensky. Aber wie viele Tote, sicher auf beiden Seiten, wie viel Elend und wie viel Perversion des Menschlichen wird dabei in den Wahnsinn der Geschichte einzuzahlen sein. Es gibt hinzuzufügen, dass die Gründe, aus denen wir Krieg führen, samt und sonders nicht die sind, die man uns propagandistisch verkauft. How to Sell War, seine eigene Abteilung im Pentagon, die überlegt, wie man Kriege richtig marktgesteuert unter das Publikum bringt. In Afghanistan wusste man, dass dort niemand beim Angriff auf die Twin Towers beteiligt war. Aber Krieg in Afghanistan als Türhebel zwischen Indien und China. Der Krieg dauerte dann 20 Jahre. Aber noch im Vorfeld brauchte man eine Begründung. Natürlich konnte man nicht sagen, es geht uns um Bodenschätze, es geht uns um Geostrategie, es geht um die Einzingelung Chinas, ein ganz modernes Thema, noch nach 30 Jahren und hier ist erst recht. Man hatte eine Auskunft, die 50% der Bevölkerung beglücken wird. Es geht uns um die Frauenrechte. Wie kleidet man sich in Afghanistan? Die Burka, wenn wir die abschaffen, ist alles richtig, was wir machen. Ich habe Afghanistan gesehen Anfang der 70er Jahre und im Gebiet der Pashtunen war die Burka eine ganz normale Tracht. Sie ist nicht von den Taliban eingeführt worden, sie wurde auch nicht als Beleidigung der Frauen erlebt. Für Afghanen war sie im Gebiet der Pashtunen normal.
Aber da kann man einen Kriegsgrund draus machen. Wir sind Demokraten, wir sind für die Rechte der Frauen überall, jetzt im Iran, wir müssen draufhalten. Wir sind es, die die Menschenrechte in diese Barbarei überhaupt erst hineintragen und ihnen beibringen müssen. Den Ayatollahs, den Taliban. Nicht in den Gebieten, wo wir selber Interessen haben. Nach Saudi-Arabien zum Beispiel nicht. Die können in jedem morden, wie sie wollen, mit unseren Waffen und unserer Logistik. Aber wo es uns zu Passe kommt, werden wir die richtige Propaganda haben. Sie müssten keinen Grund glauben, wenn es wieder darum geht, wir verteidigen die Freiheit, die Demokratie, den Wohlstand, den Fortschritt. Der wahre Kriegsgrund ist ein ganz einfacher. Unsere Art zu wirtschaften, konnte sogar Papst Franziskus sagen, ist mörderisch. Er hat das nicht ausgeführt. Man hätte aber auch sagen können, unsere Form zu wirtschaften, der Kapitalismus kann ohne Krieg überhaupt nicht sein. Ob wir jetzt noch Marx und Lenin dabei zitieren, sei dahingestellt. Wir müssen nur seine innere Logik begreifen. Kapitalismus besteht darin, dass mit Geld noch mehr Geld generiert wird. Und das wiederum geht nur, indem sie die Produkte, die sie auf den Markt werfen, möglichst billig herstellen. Also brauchen sie Lohndumping und Ausbeutung der Regionen, in denen die Bodenschätze für sie nützlich sind, aber zu möglichst niedrigen Preisen erworben werden müssen. Kapitalismus ist Konkurrenz, Wettkampf. Und derjenige wird gewinnen, der diese beiden Faktoren, Verbilligung der Produkte, Vergrößerung der Marktvorteile, Vermehrung des eingesetzten Geldes in der Hand hat. Da drin besteht der Kapitalismus. Es ist ein inneres Gesetz. Also wird er vor sich hergetrieben in immer neuer Vergrößerung. Er kann nicht aufhören. Wir hatten eben noch den Faktor der Angst im Umgang mit Waffen. Sie können nicht groß genug, nicht weitreichend genug, nicht flächendeckend genug sein. Ein Ähnliches haben wir jetzt beim Kapitalismus zu beobachten. Der Kongo ist bettelarm. Und der einzige Grund dafür, er ist ein Bodenschätzen eines der reichsten Gebiete der Erde. Aber die gehören uns, die Bodenschätze, die da können ja damit gar nichts anfangen. Wir wissen, wie man sie abbaut, wo man sie nutzt, also haben wir das Recht, sie zu nehmen. Und wer dagegen ist, wie 1960, Patrice Lumumba, wird von der CIA oder wem auch immer umgebracht. Der Erste, der eine schwarzafrikanische Demokratie in Absetzung zum belgischen Kolonialismus hätte auf dem ganzen Kontinent verbreiten können. Gefährlich, abgeschafft. Oder die Kupferpreise unter Allende in Chile, abgeschafft. Henry Kissinger übrigens, Friedensnobelpreisträger später, war der Mann, der wusste, wie man das hinkriegen könnte. Uns gehört die Welt, anders ist Kapitalismus nicht möglich. Und wer sich dagegen wehrt, ist unser Feind. Wie sagt doch Herr Austin gestern noch, Russland ist eine lokale Gefahr. Soll heißen, das haben wir in dem Griff und das überlassen wir den Europäern. Sie sollen da ruhig 30 Jahre Krieg führen, Tausende von Toten aufhäufen, sich aufreiben gegeneinander. Alles zum Vorteil. Wir sind's, die nicht von Russland wirklich noch gefährdet werden. China, das ist gefährlich. Die Amerikaner geben 800 Milliarden Dollar aus, mehr als der Rest der Welt, nur für Rüstung. Das ist das Zwölffache von dem, was Russland ausgibt. Aber uns wird beigebracht, der Russe kommt. Der Russe kommt. Russen und Chinesen geben nicht ein Drittel der Rüstung aus von dem, was Amerikaner verpulvern. Aber wir müssen Angst haben vor China. Das ist eigentlich keine militärische Drohung. Bedrohlich ist der Entzug der globalen Hegemonialstrategie. Das konnten Sie hören 1989. Es war das erste Mal, dass Gorbatschow den Frieden auf den Tisch legte. Vom Ural bis zum Atlantik. Entmilitarisierung. Wir hätten es haben können. Wir durften es nicht haben, auch wir in Deutschland nicht. Weil die Neokonservativen, Rumsfeld, Wolfowitz,
Cheney, Bush dem Älteren bereits in den Ohren lagen, dass sie den Kalten Krieg gewonnen haben und diese Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Wir sind die Gewinner. Also verkündete beim Irakkrieg, dem 1. 1991, kurz danach schon, Bush der Ältere eine neue Weltordnung. Damals auf dem Marktplatz in Paderborn, bei der Protestaktion dagegen, konnte ich sagen, ich verstehe nicht, was Bush damit meint. Diese Weltordnung, Krieg zu führen, im Risiko, dass Hunderttausende von Menschen krepieren werden, ist nicht neu, Herr Bush. Das ist die Barbarei des Alten. Das ist so antiquiert, dass es schlimmer ist, als was wir in der Steinzeit je gemacht haben. Neu ist daran gar nichts. Aber ich habe jemanden falsch verstanden. Die neue Weltordnung, damit meinte er genau das, was Sie jetzt hören von Herrn Biden. Die neue Weltordnung ist das amerikanische Imperium. 1997 kann Brzezinski ein Buch schreiben unter dem Titel Die einzige Weltmacht. Das ist das Neue. Unipolare Weltherrschaft. Gestützt vom Kapitalismus, von der Dollarwährung und dem Militär. Wie wir aus dieser Einheit herauskämen, ist mir unerfindlich, es sei denn, wir lösen uns von denen, die diese Art von Macht haben wollen und dabei keine Skrupel haben, einen Krieg nach dem anderen anzuzetteln. Es konnte der Präsident von Hessen-Nassau, Kirchenpräsident Niemöller, einmal von der Bundesrepublik West sagen, sie ist ein Kind, das man in Washington gezeugt hat und im Vatikan getauft. Wir sollten sagen, dieses Kind ist inzwischen groß geworden. Und wir sind nicht länger mehr bereit, nach dem Willen oder der Pfeife der US-Amerikaner zu tanzen. Wir können selber denken, selber handeln und um den Frieden zu wollen, müssten wir unseren transatlantischen Freunden das Gewehr aus der Hand nehmen und sagen, nicht länger mit uns, wenn ihr schon miteinander so umgeht, dass ihr jedes Jahr 20.000 Tote auf euren Straßen in eurer Art der Selbstverteidigung habt. Als wäre immer noch der wilde Westen die gesamte Welt, werden wir euch in Europa daran hindern, überall global so fortzufahren. Krieg ist nicht die Zukunft, sondern die Verhinderung jeglicher Hoffnung, aller Menschlichkeit. Und darum sind wir nicht mehr willens, im Gleichschnitt weiter zu marschieren. Büchel muss weg, Rammstein muss weg, die Bundeswehr muss weg, die NATO muss weg. Das wären unsere Forderungen. Die ganze Soldateska muss weg. Ist das eine Utopie? Es ist die einzige Realität, mit der wir Zukunft halten könnten. Der weitere Selbstmord, in dem wir uns bewegen, in der Paranoia von Angst, Aufrüstung, Tötungsbereitschaft, Training dahin, Perversion der Moral, führt uns in der Zeitreihe nicht nach vorn, sondern immer wieder zurück. Deshalb ist zu verlangen die Beseitigung des Militärs als Einrichtung. Albert Einstein konnte in den 20er Jahren genau das sagen. Solange es den Befehl zum Töten gibt und er gelernt wird im Militär, hat keine kulturelle Entwicklung einen wirklichen Fortschritt, weil wir immer wieder auf Befehl zurückfallen um Jahrtausende in den Barbarismus. Wir kommen als Menschen nicht bei uns selber an. Solange wir Militär unterhalten, regiert die Vergangenheit über die Zukunft und raubt uns die Gegenwart. Das ist, was Sie gerade erleben. Und das Furchtbare, manche Ältere haben noch in Erinnerung, was Krieg bedeutet, aber die Jugendlichen scheinbar gar nicht. Sie retten gerade das Klima. Das mag gut und richtig sein. Aber man könnte auch bei den Jugendlichen und bei denen, die umweltfreundlich sind, begreifen, dass nichts schlimmer ist, als für die Natur als Krieg zu führen. Wir haben
Wir müssten das Mitleid, zu dem wir fähig sind, uns nicht auf den Kasernenhöfen wegtrainieren lassen. Wir müssten es gegen die Bewaffnung, gegen die Tötungsbereitschaft beibehalten. Und dann müssten wir es üben bei den Tieren, bei den Pflanzen. 40.000 Tiere für eine Wasserstoffbombe. Hat nicht Leo Tolstoi recht, wenn er sagte, solange es noch Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben? Was machen wir mit den Tieren? Wer mitleidlos sich anschaut, wie ein Lebewesen das fühlen kann, wie ein Mensch, von dem wir selber gelernt haben, was Gefühle sind, uns flehentlich anschaut und wir schlagen zu, es zu töten, töten wir zugleich unsere eigenen Empfindungen, ein ganzes Stück von uns selber. Und das freilich müssen wir, um es dann richtig zu machen im Umgang mit Menschen. Wie lernt man, mit Highspeed ganz zielgerecht zu schießen? In 2 Kilometer Entfernung, mit Geschossen, die sich so in den Körper drehen, dass sie unbehandelbar werden durch die Größe der Wunden. Das muss man trainieren bei der Bundeswehr und am besten bei Schweinen, die sind so ähnlich in dem Körper wie wir Menschen. Also her mit den Schweinen. Darf man sowas sagen? Es wäre ja Wehrkraftzersetzung. Et voilà, genau die möchte ich am heutigen Nachmittag. Wehrkraftzersetzung in der Vorbereitung, Durchführung und im Ergebnis. Dann sind wir beim Resultat von all dem, was Sie hörten. Ein Fortschritt der Kultur und der Beseitigung der Hemmnisse aus den Urzeiten der Entstehung unserer selbst. Bringen wir es auf einen Punkt. Hermann Hesse konnte so sagen. In den 50er Jahren, 55, 56, als die Bundesrepublik West wieder bewaffnet wurde, wir mussten dabei sein, weil Amerika es so wollte. Millionen gingen damals noch auf die Straßen und sagten nicht schon 10 Jahre danach, halten wir wieder die Knochen hin, irgendwann haben wir es leid. Nein, musste sein. Deutschland als Aufmarschglacis gegen Russland, der Russe kam. Hermann Hesse konnte damals zur Erklärung eines Briefschreibers das folgende Beispiel gebrauchen. Wenn sie zu dir kommen, geben dir ein Gewehr und sagen, lerne zielen. Da drüben ist die Figur deines Gegners. Schau genau hin. Drück ab. Und du tust es. Nicht mehr vor der Figur deines Gegners, sondern dem wirklichen Gegner. Wird dein Sergeant sehr zufrieden mit dir sein? Wird der Militärpfarrer dich segnen, denn du hast den Befehl ausgeführt, der irgendwie wohl auch von Gott dem Gerechten über die Menschheit kommt? Werden die Zeitungen dich rühmen, du hast die richtige Sache stark gemacht, du bist tapfer gewesen? Es ist aber auch möglich, du hörst die leise Stimme, die in dir sagt, du sollst nicht töten. Und du nimmst das Gewehr und zerbrichst es über dein Knie. In letzterem Falle wird der Sergeant dich verfluchen und sagen, du bist ein Deserteur, ein Eidbrecher, ein gemeiner Mensch, der ins Gefängnis gehört. Und der Pfarrer wird dich nicht verstehen. Er wird sagen, wie hast du ein Recht, dich auf Gott zu berufen? Wir erklären. Seit den Tagen Konstantins, seit 1700 Jahren, was ein gerechter Krieg ist. Und siehe, es ist ein gerechter Krieg, sonst wären wir ja nicht da. Und die Presse wird sagen, es ist unwürdig. Ein Querdenker, unglaublich. Wer der Regierung unbequem ist, ganz sicher rechtsextrem. So müssen wir das einordnen. Widerstand. Ich sag's noch einmal anders. 1947 lag in Basel Wolfgang Borchardt auf dem Sterben. Er hatte den Krieg so miterlebt, dass er sein Bühnenstück draußen vor der Tür danach schrieb. Ein Mann kehrt zurück aus dem Krieg, aber er hat keine Heimat mehr. Ist doch nicht mehr er selber. Er wird getrieben von Schuldgefühlen, die er seinem General zurückgeben möchte. Aber der General ist bester Gesundheit, arriviert inzwischen, etabliert inzwischen,
und hat keine Skrupel für das, was war. Er, Beckmann, sieht diesen General mit blutigen Trensen an den Hosen für einen Knochenxylophon Musik machen. Für den nächsten Krieg. Albträume sind das über Albträume. Borchert hat sie verdichtet in allen seinen Texten. Aber uns, den Nachgeborenen, hat er ein Testament hinterlassen. Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kartoffelgeschirren und Wasserrohren, Handgranaten und Kanonenrohre ziehen, Mann an der Werkbank sagt nein. Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Mann im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod erfinden gegen das alte Leben. Mann im Labor, sag nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg heilig sprechen, Mann auf der Kanzel, sag nein, denn wenn ihr nicht nein sagt, wird das nur so weitergehen. Sagen wir nein. Ich habe meine Rede mit der Begrüßung begonnen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie beschließen mit meinen lieben Schwestern und Brüdern. Denn so hoffe ich, dass Sie nach Hause gehen, in Frieden. Dankeschön. Lieber Eugen Drewermann, du hast genau das gemacht, was wir alle brauchen. Du hast uns wieder Mut gemacht, gegen diesen Mainstream anzugehen, dass wir sofort immer als Querdenker, als Rechtsextreme, als Reichsbürger diffamiert wurden. Das hat mit Corona begonnen und jetzt wird es wieder fortgesetzt. Es ist unerhört, deine Worte zu hören. Das tut gut. Und wir können nur danken.